Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu Obermatt Aktien investieren. Diese Woche machen wir etwas neu. Wir nehmen auf 4K. Genießen Sie also die höhere Auflösung, die höhere Qualität unserer Videos und wir hoffen, dass Sie weiterhin auch von der Qualität der Obermatt Aktienanalysen überzeugt sind. Es gibt noch etwas anderes, das neu ist diese Woche. Und zwar wähle ich nicht nach den Obermatt Top 10 Aktien. Letzte Woche gab es nämlich etwas sehr Aufregendes, zumindest für mich, nämlich hat Tesla das Modell 3 präsentiert. Und ich habe das so fantastisch gefunden, was für ein Wagen hier vorgestellt wurde, dass ich sofort eine Reservation für das Model 3 gekauft habe. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, ja, wenn ich schon das Model 3 kaufe, wenn ich schon einen Tesla-Wagen kaufe, soll ich dann auch die Aktien kaufen? Ich ging zu meiner Obermatt-Aktiensuche, ich ging auf den Filter der Obermatt-Aktiensuche und ich fand heraus, dass Tesla sehr, sehr teuer bewertet ist. Der Value ist also schlecht. Und das möchte ich Ihnen einmal zeigen, möchte ich Ihnen einmal veranschaulichen an Zahlen. Nehmen wir mal zuerst Tesla. Tesla hat heute eine Marktkapitalisierung von 30 Millionen. 30 Milliarden US-Dollar, glaube ich. Und dabei machen sie einen Umsatz von 8 Milliarden. Sie kriegen also, wenn Sie Tesla kaufen, für 30 Milliarden, die Sie bezahlen müssen, um Tesla zu kaufen, 8 Milliarden Umsatz. Schauen wir mal ein süddeutsches Auto an. Ich habe nur immer süddeutsche Auto gekauft und von dem her war das meine erste Wahl in Punkt auf Aktieninvestitionen in Autounternehmen. Schauen wir BMW an. BMW hat eine Marktkapitalisierung von 50 Milliarden. BMW ist also leicht teurer als Tesla. Wenn Sie BMW kaufen müssen, müssen Sie etwa 50%, knapp 50% mehr oder ein bisschen über 50% mehr ausgeben. Aber BMW hat nicht 8 Milliarden in Umsatz, sondern fast 100, also zu oberst hier. 94 Milliarden Umsatz sollte BMW dieses Jahr gemäß Analystenmeinungen machen. Das heißt, für 50 Milliarden kriegen Sie das Doppelte an Geschäft, während Sie bei Tesla für 30 Milliarden nur gerade einen Bruchteil davon als Geschäft erhalten. Und das bewegt mich eindeutig, BMW zu kaufen. Von dieser Überlegung gibt es natürlich Ausnahmen. Es wäre möglich, erstens mal, wissen wir alle, das Model 3 wurde schon 230.000 Mal registriert. Und wenn man das im Umsatz ausrichtet, rechnet, kommen in den nächsten Jahren nochmal 10 Milliarden Euro dazu, 10 Milliarden Dollar, US-Dollar dazu. Aber auch dann noch ist der Größenvergleich frappant. Selbst wenn Tesla extrem erfolgreich ist, ist das Unternehmen unheimlich teuer im Vergleich zum BMW. Es gibt Situationen, da ist das gerechtfertigt. Es ist gerechtfertigt, dass ein Unternehmen mit nur sehr wenig Umsatz sehr teuer ist. Das ist dann der Fall, wenn Sie unkopierbare Produkte herstellen. Also zum Beispiel ein iPhone, das Sie nur von Apple erhalten können. Eine Google-Suche, die Sie nur von Google erhalten können. Oder die Dienstleistung, die Facebook macht, die Sie nur bei Facebook erhalten können. Nur dort können Sie sich mit Facebook-Freunden austauschen. Dann sind solche Bewertungen unter Umständen gerechtfertigt. Sehr, sehr schwierig zu sagen. Ist das der Fall in der Automobilbranche? Ich bin mir nicht so sicher. Eindeutig hat jetzt Tesla das bessere Modell auf dem Markt. Wenn man das vergleicht mit dem i3 von BMW, dann ist die Entscheidung klar, da kauft man das Modell 3 von Tesla. Aber das kann sich ändern. BMW ist nicht taub und stumm und blind. Die werden sehen, was hier passiert ist mit diesen Reservationen und sie werden nachholen. Und unter Umständen hat BMW bereits in 2 Jahren, noch bevor Tesla überhaupt diese 200.000 Wagen verkaufen können, ein vergleichbares Elektroprodukt auf dem Markt und kann dann mit Tesla im Wettbewerb stehen. Es gibt natürlich auch Gründe, die für Tesla sprechen. Es kann sein, dass die Selbstfahrfähigkeit, die Tesla aufbaut,
so einzigartig ist, dass sie nicht kopierbar ist von anderen. Das ist dann der Fall, wenn man sehr viel Erfahrung dafür braucht. Und es scheint so, dass das der Fall ist. Zurzeit verwenden sehr viele Tesla-Fahrer die Selbstfahrfähigkeiten des Autos von Tesla. Und das gibt Tesla mehr Kilometer an selbstgefahrenen Autokilometern, als Google in einem ganzen Jahr mit ihrem selbstfahrenden Auto herstellen kann. Es kann also gut sein, dass die Selbstfahrfähigkeit beim Tesla weit, weit derjenigen von Competitors vorausgeht. Gerade wenn man bedenkt, dass Firmen wie BMW noch nicht in diese Technologie investiert haben. Ich bin aber etwas skeptisch, denn ich glaube, Selbstfahrfähigkeiten sind etwas, das braucht Zeit, das braucht viel Entwicklung, das ist schon klar, aber es ist nicht so einzigartig, es profitiert nicht von einem Skaleneffekt wie Google, es profitiert nicht von einem Netzwerkeffekt wie Facebook und es profitiert auch nicht von einem Brand wie Apple. Selbstfahren kann das Auto oder kann es nicht, in das verliebt man sich nicht. Deshalb glaube ich, BMW ist die bessere Aktie und ich habe BMW gekauft, wie Sie in der Einblendung jetzt sehen von meinem Bankkonto. Da sehen Sie auch noch die anderen Aktien, die ich gekauft habe, letzte und vorletzte Woche. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim selber investieren und habe die Hoffnung, dass Sie sehen bei meinen Videos, wie einfach es ist, ein paar wenige grundsätzliche Überlegungen zu machen. Sie müssen nicht mal das wissen, Sie müssen nur auf die oberen Value-Ränge gehen und Sie sehen sofort, welches Unternehmen Sie kaufen können und welches nicht. Viel Erfolg beim selber investieren.